Ja, dann hi Christian. Hi. Mal wieder zu deinem Einblick vor unserem nächsten Heimspiel. Freitagabend ist es soweit gegen TuS Koblenz hier zu Hause. Ein überzeugender Auftritt in Balingen. Man kann vielleicht mit allem zufrieden sein, außer der Chancenverwertung. Wie nimmt man den Schwung mit ins nächste Heimspiel und seid ihr überhaupt so zufrieden, wie das eventuell sein könnte? Ja, so ehrlicherweise ganz zufrieden eigentlich nicht, weil ein souveräner Auftritt wäre so gewesen, dass du wirklich an diesem Tag den Gegner abschießen hättest können. Das haben wir nicht. Wir haben nach einem 2-0 wieder ein 2-2 zugelassen. Wir haben aus zwei Standardsituationen zwei Tore kassiert, die wie in Homburg absolut zu verteidigen waren. Und deswegen kann man halt auch nicht mit einem zufriedenen Auftritt reden, sondern eher vom Ergebnis her waren wir sehr zufrieden, dass wir da halt auch jetzt nach dem Homburg-Spiel die richtige Antwort gefunden haben und auch trotzdem ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Das müssen wir auch nicht schlecht reden. Aber es ist halt trotzdem immer noch viel Luft nach oben und wir können viele Dinge einfach auch noch besser machen. Und wir dürfen uns ja nicht so oft in Situationen bringen, wo du einen sehr guten Auftritt hast fürs 2-0 und auf einmal steht es 2-2 und du fragst dich, warum, wieso, weshalb ist das so? Ne? Und in der Situation, wo wir uns gerade befinden, darf das dann halt nicht passieren. Ne? Zu Hause hat es bisher immer gut ausgesehen. Wo siehst du, wenn es gut läuft, momentan vor allem die Stärken unserer Mannschaft? Was zeichnet das Team auch zu Hause aus? Ja, gerade, dass wir dann halt immer viel Selbstvertrauen spielen, dass jeder auch in Bewegung ist, dass jeder den Ball haben will, dass wir viele gute Aktionen nach vorne haben. Natürlich Fans, Publikum pushen uns natürlich in diesen Heimspielen enorm nach vorne. Und da sieht man dann halt auch, dass wir gerade in den Heimspielen schon ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben wie auswärts. Jetzt ist wichtig, wenn du auswärts gewinnst, dann musst du zu Hause nachlegen in der Konstellation und das muss jetzt einfach auch die klare Marschroute sein. TuS Koblenz kommt am Freitag an den Biberer Berg. Der Aufsteiger ist nicht gut gestartet, schaffte aber zuletzt ein Unentschieden gegen Homburg. Wie siehst du das Team von Trainer Michael Stahl? Ja, ich bewerte jetzt eigentlich den Gegner gar nicht an der Tabelle oder wie sie jetzt unten drin stehen, sondern einfach, wie sie nach der Umstellung jetzt halt auch nochmal von Dreier-Fünfer-Kette auf Viererkette umgestellt haben. Der Trainer selbst ist ja raus, auch aus der Formation erstmal, und dann haben andere Spieler gespielt. Haben gegen Homburg erste Halbzeit fast gar nicht zugelassen, haben es wirklich sehr gut verteidigt. In der zweiten Halbzeit ein, zwei gute Möglichkeiten für Homburg gewesen, wo sie hätten auch das Tor eher machen können. Ja, dann hatten sie mit einer guten Kontersituation immer mal wieder Nadelstiche gesetzt und haben dann auch das Tor gemacht. Und man merkt, dass diese Truppe halt auch will. Die wollen Fußball spielen schon, die haben auch ein gutes Umschaltspiel. Sie haben sehr kompakt und defensiv gut verteidigt. Also es wird schon dann auch für uns ein Geduldsspiel werden, die richtigen Räume zu finden für dieses Spiel. Und da musst du, was helfen würde, wäre immer ein frühes Tor in so einem Spiel. Da muss der Gegner sein Spiel halt auch verändern. Solange es 0-0 steht, hat man gegen Homburg gesehen, haben sich reingebissen, haben um jeden Meter gefightet. Und ich denke mal, das ist dann halt auch so die Hoffnung, die Koblenz aus diesem Spiel selber für sich mitnimmt. Aber wie gesagt, trotzdem sollte man die Mannschaft auf keinen Fall unterschätzen. Wir sowieso nicht, weil wir halt auch gar nicht in der Situation sind, irgendjemanden zu unterschätzen oder auf die leichte Schulter zu nehmen. Dafür müssen wir selber ja auch erstmal stabil werden. Ne? Und da haben wir viele, viele eigene Aufgaben zu bewerkstelligen. Und das gehört dazu, jetzt halt einfach auch zu Hause nachzulegen. Personalsituation wäre wahrscheinlich sicherlich deine nächste Frage. So ist es, ja. Ne? Wir haben halt schon die Woche davor und dann auch am Wochenende mit Dima Mutel, der krank geworden ist, leider immer noch so eine kleine Grippewelle bei uns in der Mannschaft. Jetzt hat es Ronny und Keanu erwischt. Die beiden waren jetzt Anfang der Woche nicht im Training. Da müssen wir jetzt halt einfach mal abwarten, ob es fürs Wochenende dann reicht, wie es aussieht. Und Rafa ist jetzt heute das erste Mal wieder im Training. Den hat es ja richtig erwischt. Da war jetzt fast 14 Tage raus. Und erst mit Antibiotikum jetzt behandelt werden müssen, dass er seine Erkältung dann wegkriegt. Ja, unsere Langzeitverletzten ist klar, so mit den Krankheitsfällen sind wir schon bei 8 Spielern, die im Moment nicht einsatzfähig sind. Und aber
Wie gesagt, das Problem hatten wir im Bading auch und das macht mir jetzt nicht bange. Da müssen halt andere dann auch in die Bresche springen. Jan Urbich ist wieder dabei, hat seine Verletzung auch soweit überstanden, dass er da auch jetzt für das Spiel wieder offensiv eine Alternative ist. Und ja, aktuell bei unserem Kader haben wir immer noch die Möglichkeit, auch wenn Spieler ausfallen sollten, dass wir da trotzdem gut nachlegen können. Und es ist halt auch für jeden Spieler ja, immer noch wichtig, jetzt halt auch in die Spur zu kommen, die Form zu finden und vor allen Dingen dann halt auch, wenn ich in der ersten Elf stehe, halt auch auf dem Platz zu bleiben. Und dafür hat jeder die Chance, gegen Koblenz am Freitag hier unter Flutlicht ein gutes Spiel zu machen und möglichst halt auch in der ersten Elf zu bleiben. Und das ist das, wo wir jetzt genau hingucken, auch in den letzten Spielen, wie wir es offensiv gestaltet haben. Dima ist auch wieder zurück, ja, nach seiner Erkältung, der Wochenende ausgefallen ist, hat gestern das erste Mal schon wieder trainiert und von daher auch absolut wieder eine Alternative für unser Spiel offensiv und deswegen bin ich da auch nicht bange, auch wenn andere Spieler ausfallen, das wird Woche für Woche immer wieder passieren und das müssen wir als Mannschaft dann auch wegstecken. Super, dann danke für deinen Einblick und dann freuen wir uns auf morgen Abend. Gerne.